Unsere Tochter liebt Schmetterlinge. Sie sind für sie zu einem Sinnbild für eine Zeit in ihrem Leben geworden, die ganz entscheidend war und in diesem Bild quasi aufgezeichnet werden kann. Es war eine Zeit, in der sie festhing in wirklicher, echter Gefangenschaft und es war wie ein Kokon, der fest um sie herum gewickelt war. Aber irgendwann hat sie begonnen mit Gott, sich aus diesem Kokon zu befreien, sich da rauszupressen in ein neues Leben. Irgendwann hat sie begonnen damit, die Verheißungen und das Wort Gottes und das Leben und den Glauben an Jesus in ihren Kokon reinzulassen und mit dieser Kraft des neuen Lebens herauszudrücken aus dieser Umklammerung, aus diesem festen Umwickeltsein. Es war quasi wie bei einem Schmetterling im Natürlichen, wenn Sauerstoff in die Flügel gepumpt wird und diesen Druck erhöhen, dass er sich aus diesem Kokon befreien kann. Genauso war es, dass der Sauerstoff in dem Sinne der Atem Gottes in das Leben unserer Tochter hineindrückte und ihr half, aus diesem Kokon herauszukommen. Gott sieht dich, wenn du jetzt in so einem Druck bist, in so einer Gefangenschaft bist. Das können ganz verschiedene Dinge sein. Süchte, in irgendwelchen Problemen drin festzustecken, in irgendwelchen Gedankengebäuden gefangen zu sein, in Angst, in irgendwelchen Sachen, was auch immer dein Kokon ist. Gott möchte, dass du dich mit ihm daraus befreist. Er möchte, dass sein Atem in dein Leben kommt und sein Wort des Lebens dich aus diesem Kokon, aus diesem Umklammertsein, aus dieser Begrenzung herauszutreiben. Wirklich im wahrsten Sinne zu treiben und zu drücken, dass du hinauskommst in ein neues Leben. Ein Schmetterling, der den Kokon verlässt, breitet seine Flügel aus und es ist, als ob er in ein ganz neues Leben hineinkommt. Es ist bunter, es ist etwas, was ihn über den Dingen hält und schweben lässt. Etwas, was dir wirklich in diesem Prozess hilft, das ist, wenn du dich mit den Verheißungen des Wortes Gottes füllst, wenn du dich mit Glauben an Gottes übernatürliche Möglichkeiten füllst, wenn du im Gebet dich erhebst und hineindrückst in dieses neue Leben mit Jesus. Und er wird das, was er eigentlich für dein Leben dachte, er wird es zur Vollendung bringen. Gott hat nicht gedacht, dass du in diesen Dingen feststeckst in deinem Leben, die dich begrenzen, sondern er hat einen viel größeren Plan, der Farbe in dein Leben bringen soll, der dich in Neuheit des Glaubens hineinführen soll. Ich wünsche dir, dass du heute Kraft aufnimmst, dich aus diesen Zwängen, aus den Süchten herauszudrücken. Es ist deine Entscheidung und Gott ist mit dir dabei. Er will dir Kraft geben und du musst die Kraft annehmen. Das ist ein gegenseitiger Prozess. Aber er will dir helfen, in die Neuheit des Glaubens, in die Neuheit des Lebens in Jesus Christus hineinzupressen, hineinzudrücken. Und er wird den Sieg haben. Er hat eine Bestimmung und eine Berufung für dein Leben gedacht. Und die soll zustande kommen. Zustande kommen die Pläne des Herrn. Ich wünsche dir, dass du einfach Kraft aufnimmst von ihm und dass du erkennst und weißt und erfährst, Gott hat mehr für dich.